Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart Wii. Nachdem wir in der letzten Folge schon erfolgreich den Panzer Cup abgeschlossen haben, müssen wir uns heute den Bananen Cup stellen. Und wie man schon sieht, hatte ich eine Aufnahme. Jedoch hat diese Aufnahme einen OBS-Fehler gehabt und dadurch habe ich auch schon den Blatt Cup freigeschaltet. Aber das ignorieren wir. Heute werden wir uns auf dem Bonbon Bike mit Luigi den Bananen Cup einfach mal stellen. Auf den Maps Nintendo 64, so B-Land. GBA, Shy Guy Strand, DS, Pizza, Zahle, Delfino und GameCube, war Luigi Arena. Und heute werden wir über die Nintendo Direct reden, aber dazu gibt es später mehr und ich würde einfach mal sagen, let's go. So, Jungs, da geht es auch schon los auf der ersten Map mit Luigi auf dem Bonbon Bike. Und ja, wie gesagt, ich möchte heute über die Nintendo Direct reden. Weil die Nintendo Direct war tatsächlich, also zum Zeitpunkt, wo ich aufnehme, fast vor einer Woche. Und die Direct. Danke, Kugel Willi. Und man muss halt schon sagen, die Direct war im Verhältnis zu den ganzen anderen Directs einfach mal ein Banger. Und sie hat wirklich auch viele Spiele gezeigt, die mich auch interessieren tatsächlich. Und naja, solche Sachen wie Fire Emblem oder Xenoblade Chronicles 3, naja, kann halt eine große Masse ansprechen, ist jetzt aber ja so nichts für mich. Aber ich meine, auch direkt am Anfang, es kam einfach das Unerwarteste des Unerwartesten. Und zwar einfach Mario Strikers Comeback. Ja, ich guck so dieses Direct nach. Auf einmal einfach Mario Strikers und das ist eigentlich schon eine wilde Sache, dass Mario Strikers wiederkommt. Also ich hätte ihn wahrscheinlich das Spiel nicht kaufen. Weil, naja, es ist halt ein Vollpreistitel und so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Man muss halt auch einfach sagen, es ist wirklich so unerwartet, dass einfach mal wieder ein Mario Strikers rauskommt. Nachdem man wirklich von dieser IP so lange nichts mehr gehört hat. Was sich auch noch sehr gefreut hat in der Direct war auf jeden Fall, dass Salmon Run so angekündigt wurde für Splatoon 3. War auf jeden Fall halt, also es ist natürlich jetzt nicht so die krasseste Ankündigung, die man sich bei Splatoon 3 erhoffen konnte. Aber Salmon Run war halt an sich kein schlechter Modus und es gab auch interessante Updates zu dem Modus, halt neue Neuerungen. Sprachen lernen, Bubble. Neue Neuerungen, alles klar. Wie zum Beispiel, dass man jetzt die Eggs halt zuwerfen kann oder halt neue Bosse und so. Ist auf jeden Fall ganz cool und nice to have. Halt Salmon Run Next Wave oder so wurde das genannt. Und ja, Sachen, die mich auf jeden Fall auch noch sehr interessiert haben in der Direct, war auf jeden Fall das neue Switch Sports. Oder wie man auch sagen könnte, Wii Sports. Das sieht auch sehr interessant aus. Auch wenn ich denke, dass man damit Joy-Cons spielen muss und meine Joy-Cons eh kaputt sind. Aber man muss sich dann vielleicht zur Reparatur oder so einschicken. Auf jeden Fall eine gute Direct. Was soll man sonst so sagen? Auch wenn Switch Sports irgendwie. Also ich hätte mir für Switch Sports irgendwie eher so diesen Mii-Look wieder gewünscht. Also das sieht ja so ein bisschen anders aus halt. Und es gab auch irgendwie kein Boxen als Sportart. Obwohl das eigentlich meiner Meinung nach eine geile Sportart war in Wii Sports. Aber naja, was soll man machen? Bald kommt ja auch so ein Online-Test. Irgendwie so, jeder darf das so ausprobieren. Online, Switch Sports. Ist halt eine coole Sache. Aber ich würde sagen, wir reden über die Direct in der nächsten Runde weiter. Erstmal müssen wir das Rennen abschließen. So, Jungs, da sind wir auch schon auf dem Shy Guy Strand. Und ja, zur Direct weiter. Es kam wirklich viel Unerwartetes, ne? Und wenn ich von Unerwartetem spreche, dann ist es auf jeden Fall, dass Portal 1 und Portal 2 für die Switch kommen. Ich meine, hätte das irgendwer erwartet von euch? Weil Portal 1 und Portal 2 für die Switch kann man sich schon gönnen. Dann das neue Kirby-Spiel. Ich habe jetzt nicht so viel mit Kirby auf dem Hut, aber das sah echt nice aus. So mit den ganzen verlorenen. Das Ganze ist halt dieses verlorene Feeling. Dieses Lost Place-Feeling. Das sieht wirklich cool aus. Das könnte echt ein interessantes Spiel werden. Aber ich denke so, das Interessanteste, was wir hier. Oh, Digga, Voice Track. Das Interessanteste, was wir hier ansprechen können, ist auf jeden Fall der Mario Kart DLC. Und ich weiß nicht, wir haben ja in einer anderen Folge so mal darüber geredet, so, ja, Mario Kart 30-jähriges Jubiläum, was würden die rausbringen?
Und ich weiß nicht, ob das so als Jubiläum richtig gedacht ist, aber ich hätte nicht an einen DLC gebracht. Und ich finde es wirklich auch sehr cool, was sie was rausbringen. Auch wenn jetzt gefühlt Mario Kart 8 wir noch länger haben und natürlich ein neuer Ableger noch nicer wäre. Aber hey, dieser DLC, der rauskommen wird, ey, der ist halt schon nice to have. Mit den 6 Wellen immer 2 neue Cups oder so, glaube ich. So für den Preis auch wirklich ein Bang. Und so wie ich es verstanden habe, kann man sich dieses Online-Paket für ein Jahr kaufen, für 40 Euro. Dann bekommt man dieses eine Animal Crossing DLC. Und halt noch diese Nintendo 64 Online-Kacke, die ich eh nicht brauche. Und halt den DLC für Mario Kart. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Also der DLC wirklich... Ich kann mir vorstellen, dass manche davon nicht so ganz zufrieden sind, aber wir haben den Scheigerstrand abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Strecke. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Aber eigentlich so war es das so für meine Highlights aus der Direct. Es hat natürlich auch viel mehr Sachen, die rausgekommen sind, halt wieder irgendwelche Spiele, irgendwelche Indie-Games und so, mal wieder gefühlt. Irgendwelche Anime-Games und so. Die mich ja tatsächlich nicht so interessieren, wenn ich ehrlich bin. Aber für die Leute, denen es gefällt, oder die auch die Spiele kaufen auf der Switch tatsächlich, ist es natürlich einfach ein cooles Ding. Und ja, ich überlege, ob ich den, also, wie soll ich sagen? Ich würde überlegen, mir den DLC sogar für Mario Kart zu kaufen, weil diese Strecken sind halt schon nice to have. Vor allem, da wir jetzt so Tracks wie Coconut Mall, was wir sogar in diesem Let's Play gespielt haben, einfach in richtig geiler Auflösung bekommen auf der Nintendo Switch. Ey, das ist wirklich geil. Also, man hat ja den Trailer gesehen, noch ein paar Mario Kart Tour Tracks. Ich habe auch irgendeinen Nintendo 64 Track kam da rein. Kommt halt in den DLC rein, in die erste Wave. Also, es waren ja so ein paar Strecken geleakt, dies, das. Und das sieht wirklich so von der Grafik aus, Digga. Also, von der Grafik her. Ich hätte schon Bock, diese Strecken dann so zu zocken, ne? Wäre halt schon sick. Und da aber das Ding ist so, wenn jetzt so ein DLC kommt, ich frage mich dann halt so, kann man, die bringen ja gefühlt schon alles, was man bringen kann, in Mario Kart 8 Deluxe raus. So, was wollen die dann bei Mario Kart 9 machen, wenn überhaupt ein Ableger kommt? Ich meine, die haben doch gefühlt ja schon alles, was man Real Talk einfach machen kann, in Mario Kart 8 Deluxe zu machen. Es gibt einfach gefühlt nichts. Vor allem jetzt so mit dem DLC die ganzen neuen Strecken. Und es gab ja sogar schon ein DLC für Mario Kart 8, der halt in Deluxe schon mit enthalten war. Halt diese Link und Animal Crossing Scheiße da. Ihr wisst schon, was ich meine, diese zwei Cups. Ja, ich bin dann auf jeden Fall gespannt, wie Mario Kart 9 wird, wenn überhaupt auch mal eins kommt. Weil ich denke, mit dem Content, den wir in den DLCs bekommen, wird es wahrscheinlich eh noch länger dauern, bis wir irgendwas zu Mario Kart 9 bekommen. Aber sonst ja, Jungs, was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, für die meisten wahrscheinlich sogar auch, also was die meisten auch wahrscheinlich getriggert hat, wir haben nichts zu Breath of the Wild 2 bekommen. BOTW 2 wurde einfach komplett vernachlässigt in dieser Direct. Man hat nichts gehört und naja, es wird halt schon dieses Jahr releasen. Und man hat halt schon immer noch keine Infos bekommen. Ich meine, bei Splatoon 3, ja, neue Salmon Run. Digga, ich werde komplett durchgereicht. Ja, okay, cool. Sommer kommt es raus. Gut zu wissen. Keine Ahnung, Breath of the Wild 2 haben die irgendwie vernachlässigt. Ja, Jungs, auf jeden Fall. Mehr gibt es zur Direct eigentlich nicht zu sagen, außer dass sie meiner Meinung nach wirklich sehr stark war. Es war jetzt nicht so das Beste und die perfekteste Nintendo Direct, die man sich hätte wünschen können. Aber es war auf jeden Fall besser als diese ganzen anderen Directs, die meiner Meinung nach jetzt eigentlich nicht so schlimm waren, wie es alle halt behauptet haben. Aber ja, die Direct war echt solide. Hat mir wirklich, also nicht nur solide, sie war wirklich gut. Endlich mal wieder eine wilde Direct und auch was da angekündigt wurde, dass... Nein, nicht mein Ernst. Ey. Soll ich darüber reden, ja, kurz nicht? Ja, auf jeden Fall, was ich halt sagen konnte, so, wollte so. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem Video in Mario Kart schon gesagt, dass Nintendo für mich die letzten Jahre oder das letzte Jahr einfach verschissen hat. Und das war ein nicer Snipe. Und ich mich halt nicht so für Nintendo interessiert habe, halt. Und einfach nichts für die Switch überhaupt gekauft habe oder so. Und wenn ich ehrlich bin, das könnte sich echt dieses Jahr wieder ändern. Mit dem ganzen nice Stuff, der angekündigt wurde. Naja, man muss ja eh jetzt sich gut abschließen, den Cup, weil ich habe eh schon den Blood Cup freigeschaltet. Halt in der Aufnahme, die geleckt hat. GG. Aber ja, wie gesagt, gute Direct. Ihr könnt ja auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Hätte ich nichts dagegen.
Ja, dann werden wir jetzt wahrscheinlich doch den Kapitel abschließen. Und dann ist die Folge tatsächlich schon zu Ende, ja, die Folge. Real Talk, wenn man über ein Thema redet, geht die Folge echt schnell vorbei. So, Toad, ich werde dich einholen. Der Junge, was soll ich denn? Oha, der Bob-Bomb hat sogar getroffen. Okay, ich wollte mich schon darüber beschweren, dass ich da Bomb-Bombs bekomme, aber wenn er trifft, habe ich damit kein Problem. So, Green Shell. Komm, Batz, Digga. Tschüss, Baby Peach. Ja, sehr interessante Strecke, die wir auch schon in Double Dash befahren haben. Ach, schade, die Bananen, die ich jetzt auch hinten walten können. Brr, blöd. So, wir haben jetzt einen großen Abstand, den wir am besten auch halten sollten. Nein, doch. Oh. Ach, Junge, Bupa. Junge, warum frage ich... Oh mein Gott. Ich dachte, ich mache wieder diesen Fehler, dass ich gegen die Röhre fahre, aber... Anscheinend nicht. So, das Rennen sollten wir eigentlich als erster Platz abschließen, oder, Jungs? Ich wollte gerade sagen, mir kann eigentlich nichts mehr in den Weg kommen, außer eine Blue Shell. Und was ist passiert? Es traf eine Blue Shell ein. Nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Weg mit deinem Cooper, das kann nicht sein. Bitte, bitte, bitte. Junge, was ist denn das? Ey, nur wegen der Blue Shell, Digga. Ich habe starke Schmerzen. Auf jeden Fall, Jungs, dann haben wir den Bananen-Cup mit einer Bronzetrophäe abgeschlossen. Es war auf jeden Fall eine wirklich nice Folge. Den Blood Cup haben wir ja schon, wie gesagt, freigeschaltet. Und ja, lasst ein Like da und auch sehr gerne ein Abo, denn ich möchte noch dieses Jahr die 100 Abonnenten erreichen. Und dann ja, Jungs, ciao, haut rein. Wir sehen uns in einem anderen Video.